Startnummer 31, NSQTT 1200, Baujahr 1971 mit 75 PS und 1167 Kubikzentimetern. Ach, was habe ich diese Serien auf der Rennstrecke geliebt. Unfassbar. Immer schön hinten aufgestellt, ne? Damit der Motor schön Luft kriegt da. NSU Prinz ist ein Automodell der NSU Motorenwerke AG und wurde in verschiedenen Varianten von 1958 bis 1973 gebaut. 1963 stellte NSU sein erstes Modell mit 4-Zylinder-Motor vor, da der NSU Prinz 1000 sportliches Potenzial hatte. Wurde 1965 der Prinz 1000 TT an die Seite gestellt. 1967 wurde er zum NSU 1200 TT weiterentwickelt. Den sehen Sie jetzt hier gerade, meine Damen und Herren. Aus 1200 Kubik leistete er nun 65 PS und war damals schon 155 Kilometer schnell. Schönes Ding, tolle Farbe, gefällt mir sehr, sehr gut. Lugner Preußner und Martina Grünebeck sitzen hier im Fahrzeug und ich hoffe, ihr hattet auch heute einen fantastischen Tag bei ausgesprochen schönem Wetter, was uns auch noch ganz bestimmt erhalten bleibt. Und hoffentlich sehen wir euch nächstes Jahr wieder. Dankeschön. Dicker Applaus an euch. Ich wollte gerade sagen, ja. Mercedes war es nicht. Zweite Startnummer 32, Opel Kadett C, meine Damen und Herren. Baujahr 1979, 115 PS und 1956 Kubik. Pilotiert von Tim Preußner, Beifahrer Daniel Brandt. Der Opel Kadett C war ein Fahrzeug der unteren Mittelklasse, der Adam Opel AG, Entschuldigung, und wurde von August 1973 bis 1979 in ca. 1,6 Millionen Stück produziert. Der Wagen mit längs eingebautem Frontmotor und Hinterantrieb übernahm die Technik des Vorgängermodells. Viele, viele, viele hat der Rost dahin gerafft von diesen tollen Fahrzeugen. Es war auch schon mal wirklich Kultstatus, selbst in meiner Jugend. Und da hast du aber noch Glück, dass du das Ding noch so weit eingeschlagen kriegst, mein Freund. Ja, es ist schon kritisch, sieht es hier vorne aus. Ich sag dir dann, also ich will dann keine Hand mehr zwischenbekommen, aber funktioniert. Tolles Ding. Tim, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Ja? Vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr wieder. Würde uns sehr freuen. Also auf Charterfeld einigermaßen auszubauen. Tolles Ding. Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid. Jawohl, also auch ein Applaus hier von unserer Fachjury. Tolle WBS-Felgen, schönes Ding. Startnummer 12, Mercedes-Benz 380 SL, Baujahr 1984 mit 204 PS und 3793 Kubik. Und noch nicht. Würde man heute auch Motoren antreiben, also verboten, aber keine Autos. Das sollte keiner mehr machen. Imke Görres und Delina Gosgrove, ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Aber ist egal, ne? Mercedes-Benz R107 ist ein zweisitziger Roadster mit auf Wunsch lieferbaren hinteren Notsitzen. Hat der Notsitze? Ja, schön abgedeckt. Und sogar, ja, Sicherheitsgurte, ne? Nein, ohne? Okay. Schön. Baureihe R107 blieb insgesamt 18 Jahre lang im Angebot. Also wurde sehr, sehr lange gebaut. Dieser Mercedes-Benz der 107er-Reihe befindet sich seit 9 Jahren in dem Besitz und nimmt schon das vierte Mal einem hochmotivierten Damenteam, das finde ich auch sehr schön, an der Stehener ACV Classic teil. Und ich hoffe, wir sehen uns noch ganz, ganz oft wieder. Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid. Der Applaus ist auch für euch. Startnummer 24, BMW Motorsport M3. Man sieht es schon in dem ganzen Aufbau. Stefan Herke und Christian Gruh sitzen hier in diesem von 1986 gebauten und 194 PS starken Gefährt. Ja, 1985 wurde der erste Mal vorgestellt, dieser schöne Wagen. Auch BBS-Felgen drauf. Habt ihr auch Spaß gehabt heute? Alles hingekriegt, Strecke gefunden, wie oft schon dabei,
Zweite Mal. Also 2019 waren wir dabei. Schön, dass ihr da wiedergekommen seid. Und wir hoffen auch, dass ihr ganz, ganz oft noch wiederkehrt. Tolles Gefährt, Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid. Ja, ich bin auch ein bisschen Felgen verliebt. Ich bin ein bisschen Felgen verliebt. Ich bin ein bisschen Felgen verliebt. Schönes Auto. Ich werde hier irgendeine Komödie mit. Ich will aber gleich mal genau angucken, hier der kölsche Junge. Den ich von der Stimme her so ewig klingen soll. VW Porsche 914 mit der Startnummer 42, meine Damen und Herren. Baujahr 1973 mit 101 PS und 2100 Kubik. Patrick Janke und Klaus Janke sitzen hier in diesem Fahrzeug. Längst eingebauter Mittelmotor, luftgekühlter Boxermotor und Hinterradantrieb. Eine Kooperation von Volkswagen und Porsche, also ein Fopo, wenn man das will. Ja, eine Art Fopo, also da hat VW noch geträumt, ne? Wenn man das heute mal so überlegen würde, Porsche, so VW. Aber damals war es, und ich finde, das ist ein wunderschönes Fahrzeug. Ich gucke mir das Ding mal gerne an, dieser tolle Keil irgendwie. Man kann das auch mit nichts vergleichen, wie ich finde, ne? Dieses Fahrzeug. Das ist irgendwie nicht vorher und nicht nachher irgendwo, man sagt, ja, das haben wir irgendwo abgekupfert. Ne? Tolles Auto. Also, Patrick, sehen wir euch auch nächstes Jahr wieder? Habt ihr Spaß gehabt? Papa auch? Papa so ungefähr, ne? Denke ich doch, oder? Ja, habe ich auch Glück gehabt, doch. Ich muss schon so viel Bier heute ausgeben für meine ganzen Versprecher hier. schlecht! Ja, hier auch nicht. Die beschweren sich schon über das Wasser, was die hier haben, weißt du? Vielleicht hätte man die vorher mal bestechen sollen, ne? So eine Prickelbrause. Und dann, wenn man so die vorletzten Fahrzeuge hat, dann werden die immer schöner. Das ist egal. Was ist denn das für ein Auto? Schnell ein Auto, ich werde auch schöne Farbe. Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid. Vielen Dank.